So, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu Let's Play Detroit Become Human. Heute geht's weiter mit unserem Freund oder Freundin. Und ja, wir schauen mal, was so weiter abgeht. Eden Club, wir sind also quasi mit Connor wieder unterwegs. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Gleich ein Schädel? Heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. So. Dann betreten wir unseren linken kleinen Club. Wir gehen mal ein bisschen Party machen. Yeah, Texas Androids in town. Yeah. Hallöchen. Interessanter Mix. Na gut. Folge Hank. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Party machen. Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, geh mir. Irgendwie riecht's hier doch nach Alk. Na. Untersuche den Tatort. Analysieren. Wow, hey. Ach, Connor, das ist ekelhaft. Ja, was? Ich muss gleich nochmal kotzen. Okay. Dann probieren wir mal die Diagnose zu stellen. Biokomponente und der Selektor, alles beides schwer beschädigt. Also die hat es definitiv wieder. Haben wir untersucht. Jetzt müssen wir das Opfer noch untersuchen. Komme ich da nicht hoch? Oh, ich stehe mir doch nicht im blöden Weg. Hallo? Oh, stehe mir doch nicht im Weg. Dankeschön. So, fangen wir mal an zu untersuchen. Schwere Blutergüsse, Würgemale. Also, er ist erstickt. Also, erwürgt worden quasi. Verstorben Michael Graham. Und dann haben wir noch. Ein Herzstillstand ist er gestorben. Kann das nicht. Aha. Okay, Herzanfall, nicht Todesursache. So, die Frage, was ist passiert? Wir haben leider wieder unvollständige Daten. Also müssen wir wieder ein bisschen rekonstruieren. Moment. Er wurde erwürgt. Also das, was ich gerade eben gesagt habe.
Vom Androiden. Führerschein steht. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Das kann natürlich auch sein. Wir sehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Du kannst versuchen. Vielleicht siehst du, was passiert ist. Ich kann es versuchen. Reaktivierung erforderlich. Repariere. Der Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist ihn zu reaktivieren. Wir probieren es. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wir öffnen ihn mal. Habe ich nur eine Minute, eher weniger. Na super. Und auch wieder unter, und wieder müssen wir unter Zeitdruck was arbeiten. Wieder verbinden. Scheiße. Na, so fast nicht. Also müssen wir es nicht gedrückt halten. Nicht wie immer wieder drücken, sondern gedrückt halten. So, erstmal beruhigen. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Das war natürlich eine wieder falsche Entscheidung. Und wieder. Also war es Notwehr. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Woran erinnerst du dich noch? Schnell, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wer hat den Mann getötet, wenn nicht du? Ich weiß nicht, ich war abgeschaltet. Ich warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Scheiße. Er war zu langsam. Da war noch ein Android. Aber das wissen wir ja schon mal mittlerweile. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Suche nach Android-Augenzeugen. Ja gut, das könnte theoretisch sein, dass die junge Dame da was hat. Wir probieren mal das an. Ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen. Kann ich hier nicht fragen? Sie kommen, haben Scheiße. Gab es hier schon mal eine mit den Androiden? Nein. Okay, das ist also ja nicht. Von zwei bis drei. Für den zweiten Androiden. Die möchte auf jeden Fall was wissen. Die Nummer 9. Da wo wir eben schon mit der Kamera mal ganz gut drauf waren. Brauche menschliche Fingerabdrücke, geil. Wir müssen Finger also auf. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant, vertrauen Sie mir. Ja, ja. Hallo, 30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Ist das teuer oder günstig? Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da?
Verdächtigen ausfindig machen. Eine blauhaarige läuft in Richtung. Blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Also. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Der da. Hey, was soll ich mit dem? Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's das. Ein Druid ging zurück in den Club. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Danny. Daher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Okay, verbleibende Zeit ist ein bisschen wahr. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Ich habe mal die da also Fragen. Android ist in den roten Raum. So, wir gucken mal. Der weiß leider nicht. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Da ist die junge Dame wieder. Android ist im blauen Raum. Also, da lang. Okay, ich werde den Spaß haben. Der ist nicht, leider nicht fähig. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Definitiv. Ah, der weiß auch nichts. Hat sich an einem Raum versteckt, also rechts neben dem Mitarbeiterraum. Der Raum. Verkehrt, das immer verlassen. Der weiß von nichts, der hat ja die Alte da gehabt. Nichts. Die blauhaarige Tracy
Aber wir könnten mal was versuchen. Vielleicht weiß der mehr. Er weiß mehr. Und wie er mehr weiß. Ist durch den Mitarbeitereingang geflogen. Geflohen. Entschuldigung. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Nö. Warte. Ich übernehme das jetzt. Na, da komm mal. Wir sind zu spät. Für den blauen Abweichler. Da steht ja wieder RA9, ne? Hinweis auf RA9, das ist klar. Ich suche das Lager. Wo sind wir jetzt mal da? Und dann heißt, wir müssen da was suchen. Ich hab sie gefunden. Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich nur einen anderen. Doch nicht. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal umgehen. Fühle Scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Blaues Blut. Ich raff's nicht. Okay. Suche eine Spur doch aus blauem Blut. Moment. Hinter irgendwo in der Truppe da drin oder was? Hab sie! Keine Bewegung! Na komm, ist er weg mit dir, du! Du musst schnell genug drücken, sorry, da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass er...
Sie entwischen uns! Nein! Nein, nein! Komm. Nein! Ah, Mann! Falsch gedrückt. Notwehr. Ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß. Ihre schmutzigen Wörter. Aber du... Du hast sie mir weggenommen. Ich habe sie geliebt. Mein Gott. So. Gut, damit sind wir in der Folge auch durch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Detroit Become Human.